Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Top-10-Liste hier bei Hunter und Kron. Heute mit den 10 besten Partyspielen, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht der Dinge. Eine kleine Sache vorneweg zu diesem Begriff Partyspiele. Lustigerweise steht da auch in der aktuellen Spielbox, wie ich finde, ein schönes Editorial zu dem Thema. Ja, es heißen, man nennt viele von diesen Spielen, die jetzt auch in dieser Liste hier auftauchen, es sind irgendwie Partyspiele. Aber genau wie hier es Harald Schrappers auch im Editorial sagt, eine Party, bei der lediglich 4 bis 8 Personen auftauchen, die dann teils grübelnd um einen Tisch sitzen, ist doch eher traurig. Das kann ich nur unterschreiben. Auch für mich ist ein Partyspiel nicht ein Spiel, das ich auf eine richtige Party mitnehme. Ich finde, auf einer richtigen Party ist tatsächlich selten Platz und Zeit, wirklich was zu spielen. Diesen Begriff Partyspiele, ja, auch ich benutze, das sind natürlich komplett andere Runden. Das sind dann auch lustigere und geselligere und lautere Runden und das sind vielleicht auch Runden, in denen dann mal mehr getrunken wird und so, aber das ist immer noch, ich treffe mich immer noch zum Spielen mit den Leuten und spiele dann eben Partyspiele rauf und runter und die ganze Nacht. Und das ist natürlich auch eine andere Ansage, als wenn man sagt, hey, komm, wir spielen jetzt morgen zweimal Eclipse hintereinander mit allen Erweiterungen. Aber ja, eine Party ist immer noch was anderes, deswegen tue ich mich auch schwer mit diesem Begriff Partyspiele. Ich kenne eigentlich nur ein einziges Spiel, das man wirklich auf Party spielen kann. Das ist jetzt auch überhaupt nicht in dieser Liste, sondern außer Konkurrenz erwischt. Da kriegt man nämlich einfach eine Aufgabe. Sowas wie, ja, drücke für 30 Sekunden deine Nase oder lies einen Abschnitt aus einem Buch laut vor oder kommentiere ein aktuelles Sportereignis. Und das versucht man jetzt einfach tatsächlich auf einer Party so einfließen zu lassen, dass keiner der anderen merkt, dass man gerade einen Teil von diesem Spiel macht. Und wenn ein anderer merkt, dass man da gerade eine Aufgabe erfüllt, dann sagt er einfach erwischt. Und wenn man erwischt wurde, ist es natürlich doof. Wenn man es aber schafft, so eine Aufgabe zu schaffen, ohne dass einer der anderen Partygäste merkt, dass man gerade erwischt spielt, es sollten natürlich alle Partygäste darüber informiert sein und auch jeder Partygast sollte so eine Karte in der Hose haben. Ja, erwischt ist eigentlich fast das einzige wirkliche Partyspiel, das auf einer wirklichen Party gespielt werden kann. Und auch dann eigentlich auch nur, wenn, ich sag mal, ein Großteil der Gäste mitspielen, weil sonst sagt ja keiner erwischt und dann macht man einfach affige Sachen auf der Party. Ist aber auch gut, weil das Schöne ist, auch wenn man nicht mitspielt bei erwischt, die Leute machen halt einfach lustige Sachen und es ist natürlich auch dann unterhaltsam, wenn jemand einen Baum umarmt oder so, dann hat man da ja auch Spaß dran, auch wenn man gerade überhaupt nicht an dem Spiel beteiligt ist. So viel zum Thema Partyspiele und jetzt geht's aber trotzdem los mit der Liste die 10 besten Partyspiele. Auf Platz 10 natürlich, Krawall im Hühnerstall. Die Packung ist schon abgerotzt. Das Huhn fällt ja auch schon raus, aber das wird ja auch keine Angst, das ist kein geköpftes Huhn. Das ist so und man baut es dann erst zusammen, sonst passt es irgendwie gar nicht in die Packung. Ja, ihr habt vielleicht unsere Silvester-Rezension dazu gesehen. Krawall im Hühnerstall, mehr als 1000 Begriffe. Dein Team hat 10 Sekunden Zeit, den Begriff zu erraten. Deine einzige Unterstützung ist das quietschende Hühnchen. Mehr gibt es nicht zu sagen, man hat einfach hier so ein Gummihuhn. Und mit dem muss man jetzt mit dem härtesten Timer der Ratespielbranche, 10 Sekunden dauert der nur, muss man irgendwelche Begriffe darstellen, wie zum Beispiel Fehlzündung, Kämpfen, Kugelstoßen, Saxophon spielen, Klo oder Beule. Und das alles, wie gesagt, pantomimisch mit diesem Gummihuhn, das man halt verbiegen, verformen, Saxophon geht ja vielleicht noch, aber ja, eine Fehlzündung mit dem Huhn. Das, ja, das ist schon eine harte Kost und ist natürlich wirklich auch ein, ja, das ist ein Spiel, bei dem wirklich schallend und brüllend gelacht wird. Das ist vielleicht, gerade habe ich so viel drüber gesprochen, das mag gerade so an der Grenze sein. Dieses Gummihuhn, das kann man durchaus auch auf eine richtige Party mitnehmen und dann sorgt es da mit Sicherheit für helle Freude. Die Frage ist nur, ob man es dann schafft, dieses Gummihuhn am Ende auch wieder mit nach Hause zu nehmen oder ob das dann nicht im Laufe der Party den Besitzer wechselt. Auf Platz 9, ja, Happy Birthday, finde das perfekte Geschenk, ja, auch ein witziges, unkompliziertes Spiel, wo einfach reihum die Spieler Geburtstag haben. Das eignet sich natürlich auch für eine Geburtstagsparty, sehr gut. Und dann kriegt man einfach von jedem ein Geschenk. Das sind sehr viele tolle Sachen dabei, das sind aber auch dämliche Sachen dabei. Und ja, wer jetzt die Geschenke bekommen hat, der wählt einfach aus, welches war das tollste Geschenk und welches war das schrecklichste Geschenk. Und die beiden Spieler, die
ihm das geschenkt haben, wer das Tollste geschenkt hat, wird belohnt. Wer das Schrecklichste geschenkt hat, wird auch belohnt. Und alle, die irgendwas so zwischendrin, nichts Schlimmes und nichts Tolles, auf jeden Fall nicht das Tollste und nicht das Schlimmste geschenkt haben, die gehen leer aus. Ja, bei Cosmos ist es erschienen, im originalen Spiel von North Star Games. Ab 8 Jahren wird es empfohlen für 3 bis 8 Spieler. Und 20 Minuten dauert es. Die Autoren sind Brian und Amy Weinstock. Ja, Happy Birthday. Finde ich wirklich ein lustiges Partyspiel, das man halt auch irgendwie problemlos verschenken kann. Auf Platz 8 geht es tatsächlich weiter mit Cosmos. Top und Flop, das ultimative Partyquiz von Dominik Krapuschet. Ja, im Original ist es dieses... Basiert auf dem Partyspiel Wits and Wagers, ist auch North Star Games. Und Wits and Wagers hat wohl einen Haufen Preise auch gewonnen. Hier Board Game Geek, Golden Geek, Party Game of the Year, Major Fun Award und so Zeug. Jetzt hier in der Edition eben von Cosmos, 2015 ist es erschienen. Ab 4 Spielern kann man es spielen, ab 10 Jahren und es dauert ungefähr 30 Minuten. Und ja, es lebt davon, dass wir Antworten auf Schätzfragen geben, von denen hoffentlich keiner wissen kann, wie die genaue Antwort ist. Wirklich verrücktes und auch lustiges und erstaunliches Zeug ist da dabei, wo die Spieler wirklich, und das ist auch das Lustige an dem Spiel, wirklich nicht irgendwie 17, 20, 21 tippen, sondern der eine glaubt, die Antwort ist 3 und der andere glaubt, die Antwort ist 33.175. Und das sind, wie ich finde, dann die stärksten Fragen, wo wirklich die Meinungen so stark auseinandergehen, weil wirklich niemand auch nur den Hauch einer Ahnung hat, was damit gemeint sein könnte. Aber natürlich gibt es auch Fragen, wo man schon das Gefühl hat, ungefähr zu wissen, was für eine Zahl da gemeint ist, und man muss dann einfach möglichst nah an diese Schätzung ran, an diese Zahl rankommen. Man darf sie aber auf gar keinen Fall überbieten, denn wer überbietet, dessen Tipp ist auf jeden Fall ungültig, und es ist quasi der richtige Tipp ist immer der, der entweder genau die gefragte Zahl natürlich angibt oder möglichst knapp darunter liegt. Und wir anderen Spieler, ja, jeder gibt einen Tipp ab auf diese Frage, schreibt es heimlich auf so auf sein Ding, dann legen alle ihre Tipps offen in die Mitte, und jetzt können die Spieler eben darauf noch wetten. Das heißt, man muss auch nicht mal an seinen eigenen Tipp glauben. Man kann dann auch zu verstehen geben, dass man keine Ahnung hat und legt all seine Chips auf die Wette von jemand anders hin. Dann wird irgendwann die Frage aufgelöst, gibt halt Punkte, man spielt ein paar Runden, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist einfach, ja, es macht in einer breiten Altersklasse Spaß, wie gesagt, mit Kindern bis rauf zu den Ältesten, weil es sind einfach, ja, witzige Schätzfragen, die da beantwortet werden müssen. Es sorgt für Lacher am Tisch, es bringt Nichtspieler an den Tisch. Das sind alles so, würde ich sagen, Sachen, die ein Partyspiel halt in meinen Augen erfüllen muss, dass es für Nichtspieler geeignet ist, dass es lustig zugeht, ja. Und all das gilt für Top und Flop. Deswegen meine Platz, was war es jetzt? 10, 9, mein Platz 8 in dieser Partyspielliste. Auf Platz 7, Wie ich die Welt sehe, von Abacus Spiele. Ab 10 Jahren für 3 bis 9 Spieler, dauert ungefähr 30 Minuten, ist von Urs Hostetler und ist, ja, ist fast schon ein Klassiker hier, 2004. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es ist im Prinzip eine Art Cards Against Humanity, ohne diese ganzen wirklichen Geschmacklosigkeiten. Hier werden einfach, ja, der eine stellt eine Frage, wie ich die Welt sehe, was Kampfstiere erst richtig wütend macht, und alle anderen Spieler versuchen jetzt eine möglichst passende Karte zu dieser wie ich die Welt sehe Frage auszusuchen, zum Beispiel Psychotherapie oder meine Schwiegermutter wäre vielleicht eine sehr gute Antwort, ja, dann decken am Ende, werden die dann natürlich aufgedeckt, und der die Frage gestellt hat, was Kampfstiere erst richtig wütend macht, entscheidet sich dann für einen Top-Favoriten. In dem Fall würde er vielleicht sagen, meine Schwiegermutter ist die beste Antwort. So sehe ich die Welt. Und ja, darum geht es letztlich. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es lebt einfach davon, dass man lustige, ungewöhnliche Antworten auf lustige, ungewöhnliche Fragen gibt. Und das Ganze hat dann auch nach über 10 Jahren nichts von seinem Spielreiz verloren. Wobei, ich muss zugeben, wir sind selbst ein bisschen irritiert bei dieser Ausgabe hier. Es steht hier auch 2004 drauf, aber es sind hier unserer Meinung nach eindeutig Fragen drin, die ja, aktuelleren Ursprungs sind. Das wird ja aber nicht angegeben, ob es da irgendwann einen
ja, einen Reprint gab, oder die waren im Jahr 2004 mit einigen Fragen wirklich so sehr ihrer Zeit voraus, dass es fast schon unheimlich ist. Also würde mich mal interessieren, wurden da irgendwann dann nochmal neue Karten reingemischt? Jedenfalls, das hat uns überrascht, es wirkt überhaupt nicht angestaubt, sind wirklich auch brandaktuelle Sachen dabei, hat man zumindest das Gefühl. Und ja, das Spielprinzip ist natürlich auch zeitlos gut, einfach, es sorgt wirklich für, ja, es wird viel gelacht und wie viele Partyspiele, finde ich, gehört es auch in der Kategorie, es ist gar nicht so wichtig, wer gewinnt und wer nicht. Man sollte es natürlich schon nach Regeln spielen, damit das Ganze auch einen Anfang und ein Ende hat und auch die Punkte verteilen. Aber die Partyspiele sind meistens die Art Spiele, wo ich dann selber auch nicht so frustriert bin, wenn ich auf den letzten Metern noch überraschend verliere. Auf Platz 6, Agent Undercover von Piatnik. Ab 12 wird es empfohlen für 3 bis 8 Spieler. Ja, ab 12 ist schon hart. Häuptling Wilde Himbeere spielt das auch schon mit. Aber es ist schon auch ein toughes Spiel. Und ich kenne auch Erwachsene, die dem Druck, den Agent Undercover auslöst, nicht gewachsen sind. Weil man muss hier wirklich gut bluffen können. Sehr gut bluffen können. Irgendwie auch einen Überblick über das Nichtgesagte muss man raushören können. Und ja, es ist tough. Denn wir sind alle Agenten sind an einem Ort, sowas wie der Bank zum Beispiel, es werden einfach Karten verteilt und jeder ist an einem Ort eine bestimmte Rolle, was weiß ich, Sicherheitsoffizier in der Bank, der nächste ist Tresor, Wachmann, keine Ahnung in der Bank und nur einer, der hat eine Karte, da steht nichts anderes drauf als Geheimagent, der hat also keine Ahnung, wo er ist und ja, das Spiel besteht einfach nur aus Fragen. Ich stelle jemand eine Frage, dann darf der jemand anders eine Frage stellen, dann darf der wieder jemand eine Frage stellen. Und dann kann ich sowas fragen wie, du, was haben wir denn an dem Ort, wo wir sind, gestern gegessen? Oder du, wie lang wird der Ort denn noch so aussehen, wie er jetzt aussieht? Ich kann im Prinzip fragen, was ich will und das geht natürlich darum, darauf auch zu antworten. Aber einerseits so drauf zu antworten, dass der Gefragte weiß, also ich antworte so drauf, dass ich mich damit irgendwie zwischen den Zahlen zu erkennen gebe, dass ich weiß, wo ich bin, aber gleichzeitig versuche ich so zwischen den Zahlen zu antworten, dass der Geheimagent durch meine Antwort jetzt nicht erkennen kann, wo wir sind. Also wenn ich sage, ja, ich habe gerade eben das Geld gezählt oder irgendwas Doofes, dann braucht er nicht mehr lang, um zu merken, dass wir in der Bank sind oder kann vielleicht zumindest schon Casino, Bank, ah, dann gibt es nicht mehr viele Orte, die da in Frage kommen. Ja, und Aufgabe der Nicht-Geheimagenten ist es ganz einfach, den Geheimagenten herauszufinden und Aufgabe des Geheimagenten ist es, herauszufinden, wo in Teufels Namen er hier überhaupt ist. Also wirklich ein ganz, ganz tolles, auch wirklich toughes Deduktionsspiel, Kommunikationsspiel, wo bin ich, wer ist wer. Es ist nicht ohne, da auch wirklich erstmal reinzukommen, da seine Rolle zu spielen. Vor allem, wenn man natürlich das Pech hat, als Geheimagent früh gefragt zu werden, noch keinerlei Anhaltspunkte über den Ort hat, an dem man sich befindet. Es ist schon hart, da eine Antwort einfach wie aus der Pistole geschossen, das wäre das Selbstverständlichste von der Welt, eine Antwort zu geben, die absolut unverdächtig erscheint, obwohl man einfach keine Ahnung hat. Also es gilt hier, vollkommene Ahnungslosigkeit mit professionellem Verhalten zu überspielen. Das ist was, was einfach immer Spaß macht. Und daher, ja, ich finde, es ist wirklich ein Bombenspiel. Partyspiel, ja, von all den Spielen hier in der Liste ist das vielleicht fast eins, wo man mit am aufmerksamsten am Tisch sitzen muss. Sonst hat man vermutlich schneller verloren, als einem lieb ist. Auf Platz 5 eine Neuheit aus dem aktuellen Spielejahrgang. Crazy Words von Fishtank. 3 bis 7 Spieler, ab 10 Jahren wird es empfohlen, 45 Minuten Dauer. Das hier ist die Familienedition. Ich wollte euch eigentlich die FSK 16 Version zeigen. Die hat aber Hunter sich gekrallt und spielt er wahrscheinlich zurzeit rauf und runter bei sich zu Hause, weil das sind dann einfach nochmal ein bisschen noch lustigere Fragen, sag ich mal, für die entsprechend ältere Runde. Ansonsten ist natürlich am Prinzip auch hier in der Familienedition alles unverändert. Es geht hier darum, neue Wörter zu erfinden. Also zum Beispiel heißt es hier Name für die Zahnfee oder chinesisches Wort für Fahrrad oder neu entdeckter Planet. Und wir müssen jetzt aus Buchstaben, die wir ziehen, da eine Antwort drauf kreieren. Allerdings halt ein Wort bilden, das es in der echten Welt überhaupt nicht gibt. Wir versuchen hier bei Crazy Words also auf kreative Art und Weise uns ja, Wörter zu erfinden. Wörter, die keiner kennt, aber die trotzdem irgendwie, wenn man sie dann zum ersten Mal sieht, irgendwie doch an
die richtige Frage erinnern. Weil das Problem ist natürlich, jeder bastelt gleichzeitig an einem Wort und jeder bastelt gleichzeitig an einem Wort zu einer komplett anderen Frage. Und wenn alle Wörter fertig sind, werden die so hingedreht, dass jeder sie lesen kann. Und dann werden die ganzen Fragekarten, Aufgabenkarten gemischt und auch so offen hingelegt. Und jetzt muss man versuchen, im Prinzip jeder für sich jedes Wort der richtigen Frage, der richtigen Aufgabe zuzuordnen. Und das ist teilweise ziemlich, ziemlich verflixt. Weil auch die Worterfinder, die dürfen jetzt ihr Wort auch nicht aussprechen, denn in der speziellen Aussprache des Wortes könnte natürlich wieder ein Hinweis darauf verborgen sein, was man da eigentlich geschaffen hat. Sondern erst, wenn dann jeder wirklich seine Tipps abgegeben hat, dann darf der Worterfinder auch sagen, wie er denn glaubt, dass sein von ihm erfundenes Wort ausgesprochen wird. Also wirklich ein schräges Wortspiel, mit das ungewöhnlichste Wortspiel, weil wir eben mit Worten spielen, die es in echt gar nicht gibt. Häuptling Wilde Himbeere hat da wirklich auch große Freude dran, aber es ist natürlich, ich sag mal, Erwachsene haben da schon einen Vorteil irgendwie. Ja, es macht Kindern natürlich auch Spaß, da wirklich absoluten Quatschwörter zu erfinden, aber die Kunst besteht natürlich darin, dass man Wörter findet, die zwar absoluter Quatsch und Nonsens sind, aber die natürlich irgendwo vom Sprachgefühl, vom Sprachklang, irgendwoher dann doch, einen versteckten Hinweis darauf geben oder irgendwie auf die richtige Spur führen, was in Gottes Namen meint der damit jetzt eigentlich. Ja, ein tolles, witziges Spiel. Wer alt genug ist, dem empfehle ich, wie gesagt, die andere Edition, wo dann halt auch, Erotikfilm-Darstellerin-Name oder Zombie-Sportart und solche Sachen halt drin sind. Hier in der gelben Version ist eben alles recht familienfreundlich und da kann man das Ganze dann auch schon mit Kindern spielen. Auf Platz 4, Stories. Es zählt, was erzählt wird. Bei Schmidt Spiele ist es erschienen. Ein Spiel von Thomas Odenhofen-Kaller. Ich finde es wirklich ein fantastisches Spiel. Also einer wird eine Geschichte erzählen. Ich nehme jetzt einfach auch hier mal das Beispiel, was man hier erkennt. Der kriegt eine Karte, da steht drauf, als ich neulich in der Arktis war. Und jetzt tun alle Spieler auf so einen Zettel Begriffe aufschreiben, 5 Begriffe, von denen sie glauben, dass der Spieler sie gleich bei seiner Geschichte über die Antarktis verwenden wird. Hier sieht man ja Pinguin, Schnee, Eisbär, Robbe, Iglo. Man schreibt halt auf, was man denkt, was der jetzt gleich erzählen wird. Wenn alle ihre 5 Begriffe notiert haben, die darf natürlich der Erzähler noch nicht zu Gesicht bekommen, dann wird er eine Sanduhr lang eine Geschichte erzählen. Und zwar zum Thema, als ich neulich in der Arktis war. Und er versucht dabei jetzt tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, in der irgendwie auch diese Wörter vorkommen, die die anderen Leute da aufgeschrieben haben. Wenn diese Geschichte jetzt in eine Richtung geht, wo einer von denen mit seinen Begriffen sagt, um Gottes Willen, ich habe hier 5 Tiere in der Antarktis aufgeschrieben und der sagt überhaupt nichts darüber, dann kann man auch tatsächlich mal eine Frage stellen. Und wenn man eine Frage stellt, dann kostet einen das zwar Siegpunkte, man wirft dann ein Blättchen ab, dafür muss man dann im Prinzip was bezahlen, dass man diese Frage gestellt hat, aber es kann sich durchaus wieder lohnen, weil man dadurch halt den Erzähler dann auf einen für einen selbst richtige Spur bringt. Wenn ich jetzt lauter Tiere habe, dann werfe ich halt ein Fragekärtchen ab und stelle ihm dann eine Frage, die seine Erzählung eben in die Richtung lenkt, dass er mir dann schnell noch ein paar Tiere nennt und ich damit ein paar Punkte abhaken kann. Ein wirklich tolles Spiel, das haben wir schon auf Hochzeiten mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft gespielt, also in total gemischten Gruppen und das hat auch da super funktioniert. Stories, es zählt, was erzählt wird, ist tatsächlich eines meiner Lieblingspartyspiele, macht einfach Spaß. Es gibt ja wirklich auch jede Menge verrückte Geschichten. Die haben auch immer doppelte Seiten, diese Kärtchen. Auf einer ist ein bisschen normalere, auf der anderen eine verrücktere. Da gibt es Zeitreisen, als ich neulich im Land der Dinosaurier war, als ich von Außerirdischen entführt wurde und. Es ist natürlich ein Kommunikationsspiel. Die Leute sollten schon Spaß dran haben, irgendwie auch da eine schräge Geschichte dann in 30 Sekunden, 30 oder 60 Sekunden, jetzt weiß ich gar nicht mehr, zu erzählen. Stories von mir gibt es dafür eine klare Empfehlung. Wer das noch nicht kennt, schaut euch das unbedingt mal an. Wir kommen in die Top 3 der besten Partyspiele und auf Platz 3 ist bei mir Pixelstücke, Stecken, Schauen, Raten. Spiel bei Gameworks ist es erschienen ab 8 Jahren für 4 bis 9 Spieler und dauert ungefähr 40 Minuten. Und in Pixelstücke, tun wir auf einem Monitor aus Pixeln
eine Aufgabe versuchen zu erfüllen. Und das wirkt erstmal teilweise unmöglich, aber man arbeitet sich halt wieder in diese Pixeloptik vor. Und alle, die wie ich natürlich, die in dieser pixellastigen Zeit schon vor den Videospielkonsolen saßen, die wissen ganz genau, was hier gemeint ist. Es gilt einfach, mit Pixeln kreativ zu sein. Und wenn man hier hinten auf die Packung guckt, dann sieht man auch wirklich einige erstaunliche Dinge. Ja, hier ist Hook, in dem einfach der Haken gemacht wurde. E.T., in dem hier die Form von E.T. und mit dem roten Finger. Also ja, man hat beim Pixeln hier einfach eine Menge schwarzer Pixel, einen roten Pixel und theoretisch noch einen so ein Pfeil. Hier sieht man den zum Beispiel, so einen kleinen roten Pfeil, mit dem man eine bestimmte Stelle nochmal betonen könnte. Oder man kann daraus auch eine Nase, eine Spitze oder ein Dach oder sowas machen, wie man möchte. Ja, und jetzt geht es ganz einfach darum, dass es wird in Teams gespielt. Das eine Team hat einen Begriff, das andere Team hat einen ganz anderen Begriff. Vielleicht gibt es noch ein drittes Team, die haben einen dritten Begriff, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Aber es machen quasi immer mindestens zwei Leute den gleichen Begriff, weil es ist natürlich teilweise wahnsinnig schwer. Jetzt sagen wir mal, beide versuchen einen Elefanten zu machen. Ja? Ich mache einen Elefanten, mein Teammitglied macht einen Elefanten. Und obwohl wir im gleichen Team sind, spielen wir nicht wirklich miteinander, sondern es geht jetzt darum, ich versuche mit so wenig Pixeln wie möglich einen erkennbaren Elefanten zu pixeln. Und mein Teammitglied versucht es auch. Wenn wir beide fertig sind, zählen wir unsere Pixel. Dabei zählt der rote und der Pfeilpixel ein bisschen mehr, an die schwarzen zählen immer eins. Und wer jetzt am wenigsten Pixel verbraucht hat, der darf sein Bild zuerst dem gegnerischen Team zeigen. Und ja, der mit den wenigeren Pixeln fängt an, dreht sein Bild um, gleichzeitig auch die schnelle Sanduhr. Jetzt haben die anderen kurz Zeit, das zu erraten, was sie da sehen. Wenn das klappt, super, dann kriegt natürlich der, der das Bild gemacht hat, einen Punkt und der geraten hat, einen Punkt. Wenn es aber nicht klappt in der Zeit, dann darf der, der mehr Pixel gebraucht hat, sein Bild auch noch zeigen. Dann sieht das gegnerische Team schon zwei Bilder. Und oft ist es tatsächlich aus der Kombination der Versuche, dass sich da dann erst ein schlüssiges Bild ergibt oder dem ratenden Team plötzlich ein Licht aufgeht und klar wird, wohin die Reise hier gehen soll. Ein tolles Spiel, wirklich ja, so ein Malspiel, mit dem man nicht malen können muss sozusagen, weil man muss wirklich nur pixeln. Und ja, da muss man sich natürlich reinfuchsen und reindenken und ist auch eins von den Spielen, wo man natürlich dann auch besser wird, weil man ja sich plötzlich wirklich irgendwann verrückte Dinge zutraut, die man am Anfang noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Und sehr schön finde ich übrigens auch eben hier diese Rätsel, die hier überall drauf sind. Das sind hier und an den Seiten und in der Anleitung sind tatsächlich überall schon solche Bilder von berühmten Persönlichkeiten oder berühmten Figuren abgebildet, die man alle erraten kann und von denen man sich inspirieren lassen kann. Pixelstücke, ganz klar, eins meiner absoluten Lieblingspartyspiele. Wer auch nur ein bisschen, ja, wie ich, so Retro-Sympathie, Pixel-Feeling gerne hat, der sollte sich Pixelstücke, Pixit im Original, glaube ich, unbedingt holen. Ja, auf Platz 2 Codenames von Vlada Quatil, Czech Games Edition, in Deutschland vertrieben vom Heidelberger Spieleverlag. Für 2 bis 8 Spieler ab 14 Jahren wird es hier empfohlen und dauert ungefähr 15 Minuten. Und es ist ganz klar eins der besten oder das beste Wortspiel, das ich je gespielt habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel drüber sagen muss. Ihr habt bestimmt unser Video schon drüber gesehen. Es wurde ausgezeichnet mit dem Hunter und Kron, besonders empfehlenswert. Und das will ja allein schon was heißen. Es ist einfach ein fantastisch originelles Spiel und trotzdem, ja, auch erstaunlich unkompliziert. Es wird einfach ein Raster ausgelegt aus 5x5 Wörtern. Da liegen einfach ganz normale Einwortbegriffe, was weiß ich, wie Fußball, Bombe, Einhorn, Faultier, keine Ahnung. Und ja, jetzt werden Teams gebildet. Ein Team blau, ein Team rot. Jedes Team bekommt einen Agentenchef und Agenten, die raten müssen. Die Agentenchefs setzen sich auf eine Seite, die Ratenden auf die andere Seite. Und jetzt gibt es so eine geheime Auflösungskarte, die nur die Agentenchefs beider Teams natürlich zu Gesicht bekommen, die jetzt anzeigt, welche dieser Karten rot, in diesem 5x5 Raster, das hier offen aussieht, welche Karten sind denn rot, welche blau, also welche gehören eigentlich zu welchem Team? Diese Auflösung sehen, wie gesagt, nur die Geheimdienstchefs. Und deren Aufgabe ist es jetzt, mit einem
Tipp, der nur aus einem einzigen Wort besteht, gefolgt von einer Zahl, die darauf hindeutet, wie viele Karten man mit diesem Tipp denn meint, ja, den Mitspielern da auf die Sprünge zu helfen. Ich sage jetzt vielleicht sowas wie Kalt 3, weil ich mit Kalt 3 der ausliegenden Karten assoziiere, die auch alle drei, wie ich in der Auflösung sehe, zu meiner Teamfarbe gehören. Und mein Team versucht jetzt aus diesem Hinweis Kalt 3, ja, die richtigen Karten da zu spotten und damit eben ja unsere Agenten herauszufinden, die Codenames unserer Agenten sozusagen herauszufinden. Also wirklich ein originelles, kreatives Wortspiel, das unglaublich vielseitig ist, weil natürlich es gibt allein hier, ich weiß nicht wie viele, 400 Begriffe. Es wäre natürlich ein leichtes, sich da noch mehr Begriffe zu machen, aber es ist ja auch jedes Mal, in welcher Konstellation die Begriffe aus dem Tisch liegen, kombiniert mit der Vielzahl an diesen Auflösungsaufgabenkarten, ist einfach die Zusammensetzung der Wörter immer eine andere. Und auch ein Tipp, den man natürlich im letzten Spiel gegeben hat, selbst wenn die identisch gleichen Wörter liegen, den kann man nicht nochmal verwenden, weil durch die Aufgabenkarte jetzt plötzlich ganz andere Karten zu meinem Team gehören. Und wenn ich da den gleichen Tipp wie im letzten Spiel geben würde, dann würde das gnadenlos schief gehen. Das Ganze wird abgerundet, dass in jeder Auslage noch eine Karte der Attentäter ist. Also nehmen wir an, das Wort Einhorn wäre der Attentäter, wie beide Geheimdienstchefs natürlich erkennen können, aber ihr Team ahnt davon nichts. Und jetzt gilt es darum, natürlich tunlichst zu vermeiden, auch nur irgendeinen Tipp zu geben, der mein Team auch nur annähernd in die Nähe dieses gefürchteten Begriffs führt, weil sobald mein Team das Wort Einhorn aufdeckt, was in dem Beispiel jetzt der Attentäter wäre, hätten wir die Partie sofort verloren. Ansonsten geht es natürlich darum, welches Team gelingt es als erstes, all seine Codenames, all seine Agenten herauszufinden. Und das gelingt in der Regel natürlich nur, wenn der Geheimdienstchef auch mutige Tipps wagt, die ja möglichst viele von diesen Karten beinhalten. Weil ein Tipp zu geben, der nur auf eine Karte hinweist, das ist kein Kunststück, das kann man im Notfall immer, sondern man sollte schon wirklich versuchen, mit einem Tipp 2, 3 oder gar 4 Karten auf einmal abzudecken. Dann legt man da schon ganz schön los und bringt das gegnerische Agententeam damit auch mächtig ins Schwitzen. Wenn ihr Codenames immer noch nicht habt, holt es euch unbedingt, auch wenn ihr ansonsten wirklich keine Wortspiele spielt. Das ist eine absolute Wucht und ja, es ist auch in meinen Augen einer der heißen Anwärter aufs diesjährige Spiel des Jahres. Ich gehe ganz fest davon aus, dass es nominiert wird und hat in meinen Augen auch starke Chancen auf den Sieg. Ja, Codenames von Vlada Chvatil, Czech Games Edition, Heidelberger Spieleverlag. Dann steht nur noch meine Platz 1 aus und es ist Concept von Alain Rivollet und Chantan Beauchanot. Repos Production ist es erschienen im Vertrieb von Asmodee und ja, es ist in meinen Augen das coolste und eleganteste Partyspiel aller Zeiten. Es ist dieses Spiel, bestimmt habt ihr auch schon mal was drüber gehört oder bei uns auf dem Kanal drüber gesehen. Wir haben ja auch schon vor langer Zeit eine Rezension dazu gemacht, wo wir ja über Symbole versuchen, den anderen Begriffe mitzuteilen. Ich sage jetzt hier auch mal wieder, weil man es gut erkennen kann, hoffe ich zumindest ein bisschen erkennen kann, das hier aufgedruckte Beispiel. Jemand will hier eine Biene darstellen und er gibt dann den Hinweis Tier, Gelb, Schwarz, Klein und Fliegend. Das alles in Form von Symbolen und ja, dann grübeln die Leute eine Weile und kommen dann irgendwann drauf, dass Biene gemeint ist. Und tatsächlich von diesem Prinzip über diese Symbolsprache, davon lebt Concept, das ist die Essenz des Spiels. Es gibt hier diesen wirklich toll durchdachten Plan mit den ganzen Symbolen. Natürlich muss man sich da kurz einarbeiten, aber glaubt mir, das geht wirklich schnell. Und dann ist es wirklich so, dass sich einfach alles nur Erdenkliche mit diesen Symbolen ausdrücken lässt. Also man fängt da an mit einfachen Wörtern wie Biene, aber es gibt hier auch immer mehrere Schwierigkeitsgrade auf der Karte. Und im schwarzen Schwierigkeitsgrad, bei den schwierigen Sachen, da kommen auch wirklich Filmzitate, sowas wie Ich bin dein Vater und so weiter. Das ist wirklich tough, aber glaubt mir, es ist möglich. Und das Spiel lebt natürlich auch davon, dass man mit den Mitspielern besser wird, dass man langsam sich in diese Symbolsprache einfuchst und dann ja am zweiten, dritten Abend schon Sachen in Symbolen erklärt, die man vorher niemals für möglich gehalten hätte. Ich halte Concept wirklich für ein total ja, intelligentes, toll gemachtes, toll durchdachtes Spiel, wie ich finde,
Das ist eins von den Spielen, wenn ich irgendwo ja, hinfahre, meine Eltern besuchen oder da, hier, da. Das ist das Spiel, das fast immer im Kofferraum ist, weil ja, es passt so gut. Man kann das auch, das passt für Nichtspieler, man kann es nebenher spielen, das kannst du wirklich auf dem Tisch aufbauen. Vier Leute spielen es intensiv und trotzdem läuft mal einer noch hinten vorbei, der eigentlich gar nicht so viel Zeit hat oder nur mal kurz mitspielt. Der rät dann irgendwie zwei, drei Begriffe mit und geht dann wieder weg. Es ist auch das vielleicht einzige Spiel, wo sogar ich sage, ja, ignoriert von mir aus vollkommen die Punkteverteilung. Bei eigentlich allen anderen Partyspielen, auch, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, auch wenn es bei Partyspielen bei mir auch so ist, da finde ich es tatsächlich eher nicht ganz so schlimm zu gewinnen oder verlieren. Es geht tatsächlich darum, den Spaß. Aber irgendwie will man ja doch dann die Punktewertung haben und will doch wissen, ob man jetzt gewonnen hat oder knapp verloren hat oder wie es denn aussieht. Wie viel muss ich noch? Was muss ich noch machen? Und Concept ist tatsächlich das einzige Spiel, wo auch wir in sehr, sehr vielen Fällen diese Punktewertung einfach komplett weglassen, weil es hier nur noch um das Spiel an sich geht. Das ist stark. Aber es ist zugegebenermaßen selten. Ich habe es vorhin zwar schon mal erwähnt, aber ja, bei den meisten Spielen nimmt man die Punkte dann doch mit und auch aus gutem Grund, einfach damit das Spiel auch ein Ende hat, damit es dramaturgisch richtig eingebettet ist, keine Ahnung, wie auch immer. Aber bei Concept finde ich tatsächlich, ist es nicht nötig und es ist auch das einzige Spiel, das ich kenne, wo auch in der Anleitung steht, dass sie bei den Proberunden und Testpartien wohl rausgefunden hätten oder das Feedback der Testspieler kam, sag mal, ist das mit diesem Punktesystem, das hier gibt, wirklich nötig. Concept, meine Platz 1 der Partyspiele, wer das tatsächlich immer noch nicht kennt, holt euch das unbedingt, schaut euch das an. Ich finde es einfach, ja, es ist meine Platz 1.